wie ich vorgestern erfahren habe, ist ein guter Kollege von damals, den wahrscheinlich viele hier gut kennen, verstorben, nämlich Edgar Froese. Und ich würde gerne an ihn denken mit diesem Stück. Ich habe hier etwas in der Hand, das werde ich heute benutzen. Das ist ein kleines Stück Eisen, das habe ich das erste Mal bei ihm entdeckt damals. Ich habe das vorhin erzählt, 1968, 69 in diesem Beatstudio in der Pfalzburger Straße in Berlin, wo wir zusammen geprobt haben. Da hat er auf der Gitarre mit so einem Stückchen Eisen rumgeschrammelt und hat damit wilde Töne produziert. Und ich hatte zwar schon einiges auch schon ausprobiert, aber das kannte ich noch nicht. Und das habe ich mir auch dann mal angeguckt. Also Edgar, ich danke dir, dass du mich auf die Idee gebracht hast. So, und jetzt, spielen wir mal das Stück und ich werde das heute ein bisschen benutzen.